Jo, und somit wir herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Ja, es geht weiter mit der Kampagne Kalifornien. Yosemite, über 2600 Quadratkilometer groß. Die Heimat einer der ältesten Pflanzenarten der Erde. Der Riesenmammutbäume, die in diesem Teil Kaliforniens seit über 60 Millionen Jahren wachsen. Das könnte unsere Verbindung sein. Und die Saurier hierher locken. Die Mammutbäume sind vertraut, Teil der genetischen Erinnerung. Dann könnte dieses Land perfekt für die Saurier sein. Okay. Wo sind Gebäude jetzt? Also, hier ist ja wirklich gar nichts, oder? Das ist unsere hier. Wildbereich. Okay. Die Katze ist bereits aus dem Sack. Ja. Das ist übrigens eine Redewendung. Hier gibt es weder Katze noch Sack. Super. Dann, würde ich doch mal sagen, dass wir mit den ganzen Sachen anfangen. So, dann müssen wir jetzt ganz kurz gucken, wo wir das jetzt alles hinbauen. Ich würde sagen, ganz unten in der Ecke rein. So, einmal da rein. Und dann kommt halt der ganze Rest noch. Dann das hier, das kommt genau gleich nebenan. Und dann haben wir nochmal ganz kurz paläomedizinische Anlage. Das ist, glaube ich, die jetzt noch fehlte. So, guck mal. Das passt doch alles. Dann brauchen wir hier noch so ein bisschen Strom. Und dann sollte eigentlich alles wie am Schnürchen laufen. Sieht schon mal sehr, sehr klasse aus. Hier befindet sich aber wirklich diesmal gar nichts. Und ich bin gespannt, was für wilde Dinos wir hier diesmal fangen müssen. Ja, sehr gut. Guck mal, alles fertig. Und was gibt's jetzt? Ach, Claire, hi. Wie sieht's mit Fotografien aus? Fotografien? Let's go. Ich bin schon unterwegs. Sag mir an, welche. Ach, guck mal, oben wird's schon angezeigt. Let's go. Hey, wie nice ist das denn? Da drüben haben wir schon mal die ersten Dinosaurier. Was wird es sein? Es werden natürlich Herrentiere sein. Bedeutet, ich würde jetzt sagen Para, Galli, sowas halt in der Art. Eieiei. Und wieder schöne Musik im Hintergrund. Und dann kommen noch diese Dinosaurier. Aber irgendwas scheint da hinten irgendwie zu sein. Oh, hier. Wir müssen aber aufpassen, ja? Paris! Zack! Ist zwar ein übelst hässliches Foto, aber keine Ahnung. Also ich würde jetzt das eigentlich so machen und dann so ein Foto machen. Das sieht schon wieder besser aus. Aber auch nicht so, dass ich sagen würde, sieht top aus. So, dann haben wir da drüben noch eins, aber Paris, schön euch kennengelernt zu haben. Wen haben wir denn hier? Ich sehe ihn nicht. Ah, da ist er! Wenn man bedenkt, hi! Wie hierher kam, ist das doppelt seltsam. Okay, 5000 Dollar kriege ich dafür. Nice. Okay, das war aber ein bisschen doof, dass er so klein ist. Also das ist der Kompi. Leider können wir ihn nicht ganz genau erkennen, aber er sieht gut aus. Hübsch. Wait a minute. Pachi. Guck mal, das sind sie hier. Okay, geht auf jeden Fall klar. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt rumschreie und würde sagen so, oh mein Gott, sind die süß. Wait a minute. Muss ich jetzt mehr Fotos von denen machen? So vielleicht. Ist das ein cooles Foto? Absenden. Nee. Ey, das bedeutet, wir müssen mehr Dinos finden. Also befinden sich hier 8 verschiedene Dinosaurier. Okay, dann heißt es auf die Suche. Und da unten haben wir schon welche. 3 Stück sogar. Hey! Para! Ein richtig schönes, elegantes Foto von dir. Wirklich. Also, du bist sehr, sehr fotogen, muss man sagen. Ui. Nicht böse sein. Oh, ich fand dich eigentlich... Ach, guck mal, lächelt wenigstens. Und noch ein Foto. Komm, müssen wir machen. Für die Kinder halt. So, und bevor wir jetzt da links weitergehen, gehen wir kurz da in den Wald rein, weil irgendwas befindet sich da. Ich bin nett. Oh, Sticky. Sticky Moloch. Cool. Das ist er hier. Ach, der sieht süß aus. Eine kleine Süße. Ich finde es aber wirklich gut, dass man hier wenigstens mehr von der Natur sehen kann, als wie beim ersten Teil. So, dass du halt, ja, jeden Dino wirklich kennenlernst, sozusagen. Na, wen haben wir denn hier? Okay, was ist das genau? Wir werden es gleich erfahren. Hi, was bist du? Ein Apatosaurus. 202.000 Dollar für ein so ein Bild. Also, jetzt sag mir mal, irgendeine eine Person, die so viel Geld dafür ausgeben würde, um nur so ein Foto zu haben. Wenn ich ihn sehen könnte, anfassen könnte, okay, dann würde ich sagen, alles klar. Aber für ein Foto, natürlich. So, oh, ein Liebespaar. Oder? Ich weiß es nicht genau. Ist das vielleicht ein Liebespaar? Oh doch, guck mal. Oh, die schmusen. Ey, Kollege, geh mal weg da.
So, einmal so ein Bild noch, damit sie es auch so sehen können. 55.000 Dollar nehme ich gerne mit. Hallo, Triceratopse. Moin. Oh, scheiße. Ich will doch nur ein Foto machen. Passt. Das Foto schön von hinten. Passt. Super. Sehr schön. Okay. Sehr, sehr freundlich von euch. Super. Ich wollte sie gar nicht erschrecken. Es kam einfach so. Aus dem Weg! Oh, schade. Okay, man kann sie immer noch nicht anfahren. Halt, stopp! Wer bist du? Boah, gleich eine ganze Familie. Ui, Nazuceratops. Na, zeig dich mal. Sehr schön. Hatten wir den nicht schon gesehen? Ich bin der Meinung, wir hatten den schon mal gesehen. Oh, guck mal! Entweder die spielen oder die wollen sich essen. Ich glaube, die machen sich sauber, oder? Oder ein Revierkampf? Oh, ein Revierkampf kann ich mich bei denen übelst krass vorstellen. Eieiei. Auto! Ey, ich komm mit. Guck mal, ist das nicht herrlich? Ich hoffe, euch geht's auch in Zukunft noch gut. Hoffentlich kriegt euch keine Krankheit hier. Wie die Tuberkulose, die wir schon hatten. Oh nein, die letzten sind wirklich Gullis. Come on, please. Please don't. Na, was ist los? Synchron! Ey, dafür hätte ich 1 Million bekommen. Okay, warum seid ihr alle synchron hier? Also fast synchron. Ich glaube, die tanzen eventuell und das ist halt der Chef, oder? Na, nicht wirklich synchron. Da müsst ihr noch einiges lernen. Claire, was gibt's? Unsere Tanzteams müssen die gefährlichsten Saurier zurückbringen. Ja. Die Sicherheit der Gäste und der Saurier steht auf dem Spiel. Mhm. Ich bin dein Mann. Und dein Mann. Ich weiß. Sobald wir sie haben, sichern wir sie in unserer neuen Einrichtung. Ich weiß das. Also sei vorsichtig. Okay, erhöhe die Aktivpostenbewertung, indem du 0 von 3300 du in Expeditionen gefährliche Fleischfresser fängst. Was? Fleischfresser? Ach, schaut mal. Das hier sind sie alle. Ich würde sagen, wir fangen mit den Dilophosaurus an. Also ich weiß zwar nicht, ob das jetzt hier reicht, aber hoffen wir es einfach mal. So, Lebendfang. 6 Dilophosaurus gefunden. 5 von 6 Stück. Oh, und sie sehen aus wie in Jurassic Park 1. Okay, let's go. Saurier transportieren. Ich denke mal, es sollte eigentlich alles ziemlich gut laufen. Hoffen wir es einfach mal. Guck mal hier, damit die Zuschauer hier alles sehen können. Und da sind sie. Oha, die sehen auch viel besser aus. Aber dein Kamm sah gerade komisch aus. Komm mal runter. Ui. Hi. Wie geht's? Wie steht's? Moin. Willkommen in unserem Park. Ihr seid die ersten Dinosaurier, die hier sind. Die Geräusche. Leider sind die so sehr im Schatten. Yo, wie nice. Okay, die sehen auch besser aus. Wo sind die anderen alle? Hallo? Naja, ist halb so wild. Der Ranger muss sich ganz kurz um euch kümmern, weil wir müssen da abchecken. Damit wir wenigstens einen schon mal haben, damit wir gucken können, ah, was brauchen die? Yo! Guckt euch die Zähne. Guck mal, guck mal. Nice, ey. Was ist das denn jetzt? Achso, das Auto. Überprüft den gerade. Weh, du bist krank. Okay. Er hat irgendeinen Leiden. Alles klar. Und es fehlt ihm Wald. Okay, das kann ich natürlich gerne hinmachen. Wald ist no problemo. Zaun reparieren? Krankheit ist ausgebrochen. Ach, come on. Die Tollwut. Wir brauchen die Tollwut. Wir haben sie erkannt. Und fotografiere ein Dinosaurier mit Tollwut. Ja, no problem. Mach ich dann. Hallo. Ich brauche ein Foto vom Kranken. Sieht aber nicht aus, als ob er Tollwut hat. So, habe ich abgeschickt. Ja, genau. Du kannst deine Aufgaben machen. Warum ist denn jetzt das Tor auf? Dann, Kollege. Gute Nacht. Schlaf gut. Nice. Sehr schönen Treffer im Bein. Ach Mist, ich konnte es nicht genauer sehen. Alter, man sieht jetzt erst die ganzen Details. Es sah aus, als ob der Pfeil unter seiner Haut stecken würde. Aber die Details, guck mal. Krass. Okay, das ist cool. Ja. Du hast die Tollwut. Ich würde sagen, das Team bringt dich jetzt wieder rein. Und zwar dort. Zaundefekt schon wieder. Jetzt wirklich? Wollen die mich verarschen? Ach, bedeutet das, die haben die Tollwut um, hier, wie heißt es jetzt? Die drehen komplett am Rad oder so? Ich glaube schon. Guck mal, ich glaube, die wurden geheilt. Also, oder er wird geheilt. Und er hier auch. Ich hoffe, es tat nicht allzu dolle weh. So, dann pass auf. Du brauchst halt leider noch einen. Jemand da oben, genau. So, guck mal, um den letzten wird sich auch gerade gekümmert. Und es ist alles
Perfekt. Im Park gibt es keine Tollwut mehr. So, das bedeutet ja, wir können den nächsten herholen. Ich würde sagen, Allosaurus, du kommst her. Also gleich kriege ich echt eins zu viel. Was macht der denn jetzt schon wieder da? Was sucht der denn da? Hallo, das ist nicht... Oh mein Gott. Habt ihr das gerade gesehen? Er sieht schon irgendwie süß aus, oder? Daneben, Kollege. Daneben. Nochmal daneben. Also es ist ja schon fast so, als wenn ich spielen würde. Ich sag mal nichts, ne? So, pass auf. Jetzt ziele ich. Okay, ist wirklich nicht besser, wa? Ah, guck mal, da. Zack. Eieiei, ist der schnell. Aber er braucht zum Glück nur eine. Der Dino hat magische Kräfte. Was? Warte, was? Was passiert hier gerade? Ich kann mich gerade hier nicht hinsteuern. Hä? Ah, jetzt kann ich hin. Was geschieht hier? Okay, das Auto gegen den Dilo. Ich weiß ja nicht, was los war, aber... Der einer von hinten muss gekommen sein und ihn hochgehoben haben. Alter! Der hat einen ganzen Wagen hochgehoben. was? Ja, gestresste Wissenschaftler. Wir kennen uns damit aus. So, was gibt's denn hier? Lebendfang. Allosaurus. Muss leider 2 Minuten warten. Oh, wir haben sogar 2 Stück. Gib mir 2 Minuten. So, Allosaurus. Wir haben ihn ja schon gesehen. Platzieren wir einfach mal da rein und gucken, ob die vielleicht irgendwie einen Ticken anders ausschauen. Warte mal, kein Strom? Wo ist kein Strom? Kein Strom? Oh. Das ist halt, wie gesagt, das ist immer etwas schwierig. Man kann ja leider keinen aufteilen, der halt das immer irgendwie nachfüllt. Aber... Ist ja halb so wild. Ich kann es ja immer noch machen. Und ja. Das ist eine Allo. Kennen wir aber schon. So, die Frage ist jetzt aber, was machen die eigentlich zusammen? Oh, guck mal. Oh. Süß. Ey, die vertragen sich ja jetzt schon. Nice, gefällt mir. Okay, gut. Aber wir müssen ja erstmal abchecken, ob es denen gut geht. So, und da würde ich schon mal sagen, dass der Ranger kommt und alle beide abcheckt gleichzeitig. Hallo! Hui! Überprüfen. Achso, Zielmodus. Ups. So müssen wir es machen hier. Zeig mal. Ganz ruhig, Kleiner. Ganz ruhig. Ich will dich auch. Ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Einfach vorbeigehen. Richtig so. Gut. Dann lass doch kurz mal abchecken. Was braucht... Oh. Kollegen, ihr müsst weg. Oha. Los, fahr weg. Ey, gerade der hinten. Komisch, dass der gar keine Angst hat. Jo. Ich sag doch, fahr doch weg. Ey, was fahren die auch so langsam raus? Du sollst doch keine Achtung auf den hier geben. Die sind gefährlich. Gut. Braucht ihr denn irgendwas? Nee, wa? Sieht anscheinend alles tipptopp aus. Super. Mal sehen, dann können wir ja jetzt den Kryolophosaurus herholen. Und ich denke mal, wir werden wieder die beiden nehmen. Die sind dann verärgert. Ja, Woods, dann bist du dran, okay? Ja, die wollen sich halt nicht ausruhen lassen, also haben sie Pech gehabt. Eingehende Übertragung. So, Lebendfang. 2 Kryolophosaurus. Okay, hab gedacht, hier wird jetzt was Rotes kommen, aber nicht schlimm. So, transportieren, ihr beiden. Ihr könnt jetzt hier reinkommen. Bin ich mal gespannt, wir haben jetzt insgesamt 16 Dinosaurier gesehen im Spiel von 79. Also es wird noch einiges auf uns zukommen und ich bin halt wirklich am meisten gespannt. Rexy habe ich schon gesehen, wo ich halt früher das Spiel schon testen durfte. Indominus Rex, Indoraptor. Die beiden, ne? Und das Gute ist ja, wir können ja hier oben gucken. Also, das hier sind die ganzen Dinosaurier, die es halt in diesem Spiel gibt. Und auf was ich wirklich gespannt bin, mal gucken, wie es sein wird. Hier, die Wasserdinosaurier. Das wird interessant. Und wie gesagt, die beiden hier. Oh, guck mal, sie sind da. So, dann zeig dich doch mal. Okay, man kennt sie. Man kennt sie einfach. Hi! Er kommt gleich an und legt sich hin. Oha, du siehst schön aus. Oha, lilane Augen. Ich denke mal, er mag ein Flugzeug... Nee, warte mal. Du schaust zum Mond?
Es atmet sogar an der Nase. Seht ihr das? Oder es sieht nur so aus. Warte mal, sieht das jetzt nur so aus? Na gut, ich kann nicht mehr gucken. Oh, 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 oh. Interessant, interessant. Jetzt kommt eine interessante Geschichte. Hä? Was war das denn? War das gerade ein Paarungstanz oder so? Ey, und die laufen auch als Paar rum, ey. Also, ich weiß ja, früher, da waren sie mal zusammen, haben zusammen kurz getalkt oder so. Aber wie gesagt, diese Animationen hin, dass sie immer etwas Bestimmtes machen, das ist schon wirklich cool. Ist mal was ganz, ganz anderes. Oder dass sie sich auch im Schlamm wälzen. Ach ja, Ranger, du musst ganz kurz alle beide kontrollieren, ob sie irgendwie eine Krankheit haben oder sonstiges, okay? Dann wollen wir doch mal. Hallo? Ich brauche doch nur Achso. Boah, hier, schaut euch das mal an. Alter. Ich will mal kurz von vorne gucken, wenn er kommt. Moin, Meister. Was geht? Ich muss dich nur kontrollieren, ja? Immer schön still bleiben. Sehr schön. Eieiei. Ganz ehrlich, wenn ich so ein Dino vor mir hätte und ich wäre jetzt im Auto, ganz ehrlich, ich wäre jetzt nicht so, dass ich sagen würde, aha, das Auto beschützt mich, sondern ich würde denken so, scheiße. Wenn er das Auto kaputt macht, bin ich dead. Okay, und zurück. Okay, sehr schön. So, ihr kümmert euch drum. Ich guck mal, wie es denen geht. Und denen geht's sehr gut. Denen geht's wirklich sehr gut. Die könnten zwar ein bisschen mehr Wald hier vertragen. Habe ich ja jetzt auch nichts dagegen, dass sie hier ein bisschen mehr Wald bekommen. Guck mal, zack, fertig. Leider ist die Sonne die meiste Zeit weg. Jetzt ist sie aber da. Ja, das sind die Krios. Das sind sie. Sie sehen wirklich Hammer aus. Hatte ich mir aber auch nicht vorgestellt, dass sie so ausschauen. Gerade das auf dem Kopf. Das sieht besonders aus. Nehmen wir jetzt wirklich, die sehen klasse aus. Und ich glaube, warte mal, wo will er denn hin? Willst du die Ziege? Ja, Ziege, es tut mir leid. Uiuiuiui. Dann wollen wir doch mal loslegen. Das Dumme ist halt immer, das auf ein Dings. Ich würde mir nochmal zweimal überlegen, ob das wirklich in deinen Mund reinpasst oder halt nicht. Das sieht gerade nicht sehr gesund aus. Oder er hat diesen Würgereizreflex wie eine Schlange. Oh. Oh, sorry. Ich hoffe, ich war nicht zu laut. Er hat die Ziege mitten auf den Boden geschlagen. Ja, die darfst du jetzt auch essen. Ah, ich wollte gerade sagen, Lebensmittelverschwendung. Aber er ist es. Krass. Wie gefährlich, beziehungsweise wie brutal. Was macht denn erst der Indominus Rex? Schlitzt er sie auf mit seinen langen Finger oder so? Vom Bauch abwärts? Und dann, keine Ahnung, schlürft er sie aus? Ich weiß es halt nicht. So, und jetzt genau, Zähne. Richtig so. Ei, er weiß, was Mundhygiene ist. Ist das schon mal super. Sehr schön. Super, du gefällst mir. 10 von 10 Punkte. Okay, aber ich würde sagen, für diese Folge haben wir genug gesehen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch natürlich wie immer gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.